Morgen. Irgendjemand hat mich gefragt, ob ich mal so erzählen kann, wie viel Zeit ich eigentlich an der Uni verbringe. Und es ist eigentlich unterschiedlich. Manche Tage sind ziemlich vollgepackt mit Fächern, wie zum Beispiel heute, wo ich wirklich von 9:45 in der Früh bis 17 Uhr mehr oder weniger durchgehend Kurse habe und Vorlesungen. Und an manchen Tagen ist es so, dass ich wirklich relativ wenig habe. Aber heute ist ein langer Tag und es ist kalt. Freezing. YouTube-Views, nein! Oh mein Gott, nein! Wie ich das Thumbnail lage, so oder la. Moin! Es ist dunkel. Also, wer auch immer mich in den Kommentaren gefragt hat, wie viel Zeit man an der Uni verbringt, die Antwort darauf ist viel. Ah, Licht. Nein, es ist... jetzt als erstes einen USB-Stick und dann sollte ich noch irgendwie Essen einkaufen, weil ich sonst übers Wochenende hin wahrscheinlich verhungere. Es ist heute schon so richtig weihnachtlich. Es ist überall noch Nebel und die Luft ist irgendwie so eine Schneeluft, aber ich mag das voll gern. Haben die Weihnachtsbeleuchtung schon aufgehängt? Da hinten. Thank you.
Schaut mal, was ich gerade in meinem Histologiebuch gefunden habe. Wir haben im Heim keinen Musikraum, aber ich habe den Chris gefragt, das ist unser Heimleiter, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich trotzdem Musik machen kann, ohne dass ich meine ganzen WG-Kolleginnen störe. Und er hat gesagt, ich kann in den Fitnessraum gehen und der ist angeblich irgendwo im Keller, nicht direkt im Haus. Waschmaschine. Extrem gruselig. Ich bin gerade aufgestanden und mein Rollo ist kaputt. Wieso passiert sowas immer mir? Es ist 8:30 in der Früh. Und ich habe jetzt gleich bis 12 durchgehend eine Mikroskopierübung und dann von 1 bis 18 Uhr Vorlesungen. Ideale Voraussetzungen. Kennst du diese Tage, wo man mit Kopfweh aufwacht? Das habe ich heute. Super cool. Jetzt die Hauptuni. Das ist das, wo man studiert, wenn man nicht Medizin macht oder irgendwas Technisches oder irgendwas Wirtschaftliches. Ein paar von meinen Freundinnen studieren da. Zum Beispiel kann man da machen Pharmazie oder Kulturgeschichte oder Literaturgeschichte, lauter solche Sachen. Und da, das ist die alte Vorklinik, da habe ich zum Beispiel noch meine ganzen Anatomiekurse und meine Chorprobe habe ich da auch. Aber sonst ist alles schon ein neuer Medcampus. Update, ich habe das jetzt mit Plastiksackerl befestigt, in der Hoffnung, dass das nicht runterfällt. Aber es ist echt so der Fail. Ich habe gerade ein Video gefilmt und jetzt muss ich das alles wieder in meine
Schultasche einräumen. Falls ihr euch fragt, mein Schreibtisch, der ist normalerweise nicht so schön. Also ich habe dabei einfach nur das ganze Zeug auf mein Bett gelegt. Und das darf ich jetzt auch noch aufräumen und dann das Video schneiden. Ich habe gerade gesehen, dass mir mein Lieblingseisladen, das ist nämlich Bubu Butzer Eis in Steyr, auf Instagram gefolgt ist. Das ist viel cool, weil das ist nämlich echt das beste Eis Österreichs. Die haben sogar einen Preis mehr gekriegt. Falls wer von euch aus Steyr ist, ihr werdet es wahrscheinlich eh kennen, aber ja, schaut euch das an, das ist richtig cool. Morgen. Es ist Sonntag und dementsprechend ruhig in der Altstadt. Und ich gehe jetzt gleich zum Schlossberg rauf. Diese Stiegen da. Und da oben, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Seht ihr dieses Eck da oben? Das ist der Uhrturm. Das ist mein Ziel. Rechts oder links? Was steht da? Zum Uhrturm. Okay, also rechts. Da hinten liegt Schnee! Komm und verirr dich. Nein, danke. Better,
Oh Gott, süß.